Servus und grüß Gott. Oder eher gesagt, grüß Karl. Ja, für diejenigen unter euch, die nicht so mit Jumpscares können, die sollten jetzt besser wegschalten, weil jetzt kommen ganz viele Jumpscares, weil wir spielen auch schwierig. Und ihr wisst, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, aber ich bin mutig, ich spiele das für euch durch. Ach ja. Ich war eben nochmal auf Toilette und habe festgestellt, dass ich leer bin. Und wenn ich leer bin, dann kann ich halt... Ach, was erzähle ich hier schon wieder für einen Scheiß? Ich muss zusehen, dass ich in eine Bude komme hier. Also in einen Raum. So. Ach. So. Also mir kann jetzt nichts mehr passieren, was halt... Ach, ihr wisst schon. So. Grün und rot ist halt verstecken. Dann ist es umgekehrt wahrscheinlich schneller laufen. Also länger schneller laufen. Also wir merken uns erst grün und dann rot. Erst grün, dann rot. So, kommt der jetzt schon an oder was ist das denn hier? Okay. Ich trau mich gar nicht raus, ey. Schnell hier rein. So. Hier ist natürlich mal wieder nichts, war ja abzuwarten. So. Sag mal, wo bleibt denn Karl? Ich denke, der macht jetzt hier richtig fett Party. Ach du Scheiße, wir müssen 30 Taschen sammeln. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Rein, rein, rein. Rein! So. So. Ein Auge haben wir schon mal. Wieder. So, noch ein Säckchen. So. Ah, da ist er ja endlich, der feine Herr. So, dann warte ich hier mal. Ja, Karl, mach keine Szene. Wir wissen alle, wie das hier abläuft, ja? Ach Gott. Ich weiß noch gar nicht, wie ich nach oben, geschweige denn nach unten kommen soll. Also, wir haben festgestellt, ne? Wir haben festgestellt, die Monster cheaten. Die cheaten. Also ich spiele überhaupt gar nicht schlecht. Niemand, der jedes Mal verliert, spielt schlecht. Das sind die Monster. Die cheaten einfach. Und deswegen haben wir keine Chance. Und für diejenigen unter euch, die sagen, ja, ich habe das in 2 Minuten durchgespielt und bin erst 3... Ihr habt Wallhack, ihr habt gehackt, ihr hattet einfach nur großes Glück oder keine Ahnung. Aber, ne, der Karl cheatet. Und ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll. Der ist da jetzt und geht mir auf die Nerven. Kann ich mich eigentlich im Schrank verstecken? Warum geht das nicht? Ach ja. So, schnell hier rein. Huch. So. So, ja, aber schon mal einen grünen Trank. Ja, aber 2 grüne Tränke, das ist ja auch sehr schön. So, dann gehe ich auf Toilette. Obwohl ich leer bin, aber ich gehe nochmal auf Toilette.
Immer wenn ich in diesem Raum bin, kommt diese Laufanzeige. Kommt der hier etwa auch durch? Also, wenn ja, dann quitte ich und verlasse das Spiel für immer. Weil, ja, dann ist er der Obercheater. Alter, wie soll man das schaffen? Jetzt mal ohne Scheiß. Wie soll man das schaffen? Hä? Soll ich jetzt erst nach unten oder erst nach oben? Ich bin überfordert. Oh Mann. No risk, no fun. Ja, das war das. So, hier ist ein roter Trank. Wie schön. Ich brauche einen roten und einen grünen. Oh Gott. Ich habe erst 5 von 30, Leute. Ist das nicht armselig? Und das nur, weil der Karl cheatet. Oh, die Matratze hat ein schönes Muster. Der Karl ist unfair. Karl schummelt. Hashtag Karl schummelt. Ach ja. Ich weiß, ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber ich möchte es auch irgendwie schaffen, obwohl ich es nicht schaffen kann eigentlich. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass er 0, nix auf einmal aufgetaucht ist. Obwohl er denn gerade noch unten war im Keller. Und das ist nicht okay, meine lieben Freunde. Das ist nicht okay. Aber man weiß echt nicht, wo man hin soll. Es kann sein, dass ich ihn jetzt in die Arme laufe. Da ist ein Auge, ich weiß. Rein, 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 rein. Oh, hier ist ein grüner und der rote Trank. Oh, und hier auch nochmal. Oh, super. Ja. So, das nehme ich und das nehme ich erstmal. Wir bekommen jetzt echt viele Augen. Das finde ich irgendwie komisch, weil die nützen einem nichts. Wenn du gerade siehst, dass er im Keller ist, dann ist er 0, nix wieder oben. Und das ist nicht okay. Ach ja, so. Wir haben uns gemerkt, jetzt heißt es erst grün und dann rot. Fehe, das ist jetzt anders, dann kollabiere ich. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. So. Jetzt sind wir safe. Schneller, 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 schneller. So, zack, zack, zack. Ah, wir haben schon mal 13. Ah, 14. Ja, du kannst mich, Karl, weil du siehst mich nicht. Hallo, na? Ach ja, der Karl. Der Karl. So. Damit es ja auch mal vorangeht hier. So.
Und jetzt sind wir wieder da, wo wir gestern sag ich schon, letztes Mal stehen geblieben sind. Ja, bei Klaus Günther. Und jetzt traue ich mich wieder nicht raus, weil Karl cheatet. Ja. Dann gehe ich hier halt mal im Kreis. Warum nicht? Ich weiß, ich sollte das Spiel ernster durchspielen, aber bei Karl kann man das nicht durchspielen. Das konnte man schon bei Renate nicht. Und bei Karl kann man das erst recht nicht, weil, ja, wenn man ihn schon anguckt, ne, der hat ja, also seine Fresse, die ist ja wirklich, naja. Klaus Günther, beschütz mich. Er ist wieder hier. Der Disco-Karl. Ach ja, es ist doch jedes Mal dasselbe hier. Eigentlich bringt es ja nichts mehr, das ernst durchzuspielen. Also hier noch wirklich zu versuchen, alle Taschen zu kriegen, weil er ein Jahr dann doch immer noch kriegt. No risk, no fun. Ich weiß, da war ein Auge. Ich weiß, hier war auch noch ein Auge. Blau. Aber es ist mir gerade scheißegal. Geh hier rein. So. Ich hab genug Augen und die nützen mir eh nichts bei dem. Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Das ist halt das Problem. Bis ich unten bin und sicher wieder oben. Das dauert. Alter, das kann man doch nicht schaffen. Das ist unmöglich. Also das ist jetzt echt. Also er wird uns todsicher im Keller kriegen. Spätestens wenn wir wieder hochgehen. Und das ist echt ein Problem, weil das sind 10.000 Kilometer bis da unten hin. Und das ist echt ein Problem. Wie nun am besten? Das ist echt doof. Das ist echt doof. Also wir könnten Glück haben und er taucht gerade nicht auf, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das ist hier die Frage. Also wir könnten ganz easy krepieren. Ich glaube, wir werden sowieso krepieren, aber ne, das ist nicht so toll. Ich meine, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde vor den beiden Tränken stehen. Oh Gott, das wird jetzt eine Tortur. Drück die Daumen! Geronimo! Let's go, let's go, let's go, let's go! Lauf, 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 lauf. Ich weiß, da ist ein Auge, ist mir gerade scheißegal. Runter, 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 runter. Da ist er schon, da ist er schon, da ist er schon. Bis wir da sind, Leute, bis wir da sind. Bis wir da sind, es sind nur noch 33 Sekunden, ey. Alter, das wird 10 Jahre dauern, ey. Er wird uns kriegen, bestimmt. Ich versuche jetzt so viel zu kriegen wie nur möglich. Nimm es! Oh shit, der kommt gleich. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn! Shit, 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 shit. Er wird uns hier kriegen, todsicher.
Also 20 von 30, das ist doch schon mal ein guter Schnitt, oder? Oh Gott. Ja, jetzt sind wir nämlich gekniffen. Er wird uns kriegen. Hundertprozentig. Ich nehme jetzt hier eine Dusche und chill meine Base. Weil er wird todsicher hier aufkreuzen. Ja, da kommt er schon. Da tanzt sogar die Tasse. Warum tanzen die Tränke eigentlich nicht? Oh Gott, ey. Wo bleibt denn der Spacko? Ich will nicht mehr. Weißt du, wenn du ihn nicht gebrauchen kannst, dann taucht er auf. Aber wenn du auf ihn wartest, dann taucht er nicht auf. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Das ist doch. Einundzwanzig von 30, yay. Ach, ich mache jetzt hier einfach weiter. Der kommt doch todsicher hier gleich durchs Fenster. Zack. Zack, so, hier ist ein roter Trank. Zack. Aber mir fehlt jetzt nur noch ein grüner Trank. Gott, wie viele Augen habe ich denn? Gott, 26 von 30, ey. Hier ist ein grüner Trank. Schaffen wir es zum roten Trank? Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach, Gott sei Dank. So, let's go. Oh, da ist ja auch noch eine. Mensch, die auf den Gängen übersehe ich immer so easy. So, hier ist ein grüner Trank, aber. Ich hab 27, ist das nicht gut genug? Oh, hi Karl! Schaffe ich das von da nach da? Ah, das ist so. Ich gehe erstmal kurz hier rein, aus Gründen. Ah, das ist so. Das ist echt nicht so toll. Uns fehlen noch drei. Drei fucking Taschen. Ich warte erstmal noch. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich heute noch so viele kriege. Ich warte, bis hier richtig die Disco abgeht. Aber das war ja jetzt eben richtig Luck, ey. Der hätte uns da easy wegsnacken können. Ich habe sogar noch gewartet. Ist ja krass, ey. Was ist mit Karl los? Oh Gott, oh Gott. Kann er jetzt hier noch mal so richtig ausrasten? Ah, jetzt, oder? Oh Gott, oh Gott. Uns fehlen nur noch drei.
gerade, wo ist der Grüne? Da. Ja. Hat ja sehr gut geklappt. Ja, leck mich, Karl. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ja, ich mach noch eine Runde, aber eine ganz kleine. Einfach nur, um ihn zu ärgern. So, Ladebalken, mach hinne hier. Aber er ist so knapp, ey. 27 von 30, ey. Hätte ich echt nicht gedacht. So, wo ist der Spacko? Wo ist der Spacko? Ist er hier unten? Wo ist er? Bist du hier unten? Wo bist du? Wo bist du, hä? Komm her! Willst du aufs Maul? Komm her! Komm, Klaus Günther, wir schlagen Karl brutal auf die Schnauze. Komm her, Klaus. Klaus Günther, wollte ich schon sagen. Karl. Alle fangen die hier mit K an. Aus der Topf wie die Topfpflanze. Komm her, Karl. Willst du aufs Maul? Wo ist er? Komm her. Kommst du da raus oder kommst du da raus? Hä? Ich hab keinen Bock mehr auf deine Disco-Spielchen. Weißt du, jetzt kommt er wieder nicht, ne? Das ist wieder so typisch für den, ey. Das war wieder so typisch für dich und deine hässliche Gollum-Bilder, ey. Du bist nicht besser als Renate, ey. Da bist du ja. Hi, na? Ja? Fuck you. Ach ja. Ich glaube, heute ist erstmal genug Freude. Ne? Nächste Woche kommt der Hardcore-Mode. Yeah. Ja. Und dann haben wir den Karl gebumst. Dann ist der weg vom Fenster und dann haben wir nur noch den Höllenhund. Und dann haben wir alle drei durch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.